aber das funktioniert irgendwie nicht so. Da ist irgendwas, das rutscht. Nee, nicht die Metallteile anfassen! Ja, du merkst wohl, wie schwarze Schmiere an dem Seil entlang läuft dir entgegen. Und wie bewegungsunfähig starrst du darauf, wie dann das Öl an dem Seil entlang läuft, wo auch immer es hergekommen ist, und du dann in die Tiefe wieder zurückfällst. Immer. Geht schon mal ohne mich. Ich komme einen anderen Weg rum. Wartet! Ich verwandle meinen Stab in ein Seil und werfe ihr zu, sodass sie sich das Ende des Seils um ihren Bauch schlingt. Aber auch nicht der Bauch, verdammt! Aber mir! Nun kommt! Raffi, was mit an hier? Ja, dann! Ja! 3, 2, 1, ruck! Und dann ziehen wir mal. Ja, ich denke, mit der vereinten Hilfe wird es euch dann auch gelingen, Isarun nach oben zu ziehen, die dann schwer getroffen in dem Stabseil von Abelmir hängt und sich dann nach oben ziehen lässt. Yalan kann auch gerade nicht mehr wirklich gerade gehen, hängt da dann sehr schief, schaut euch dann mit einem blutenden Mund an. Nehmt das jetzt nicht falsch auf, aber ihr seht ganz schrecklich aus. Ja. Nein. Also ja. Ich wünschte, ich hätte meinen Stiefel nicht doch hinabgeworfen. Aber er stand irgendwie in Flammen. Ah, wenigstens habt ihr euren Amor behalten. Lasst uns gehen, denke ich. Wo lang? Dort runter. Nein, da kamen wir her. Da, wo der tote Verräter liegt. Da der tote, wie bitte? Ist das ein Sonnenlegionär? Ich nehme an, ein ehemaliger Sonnenlegionär. Warum? Er verkündete das Ende der 12 Götter und sie hätten uns verraten und es wäre das Zeitalter der Dämonen und dann habe ich ihm die Fresse eingeschlagen. Aber... Ich habe jetzt nicht so genau nachgefragt. Aber warum bringt ihr ihn denn um? Weil er ein Ketzer ist. Weil wir in einer Stadt sind, die, brennt. Voller Dämonenteile liegt und wenn jetzt auch noch die Dämonenverkünder hier rumlaufen, was meint ihr, was wir in 3 Minuten haben? Aufstände. Sind nicht schon genug gestorben? Von den Ketzern? Niemals. Ich habe nicht die Kraft, Raphim. Lasst uns einfach gehen. Ja, während ihr dann langsam auf der anderen Seite wieder runterklettert, könnt ihr dann das gesamte Ausmaß sehen. Nicht nur der Sonnenlegionär, der hier tot am Boden liegt, von Raphim das Genick gebrochen, sondern auch viele verschiedene Einschlagskrater. Ihr könnt sehen, wie hier irgendwas in die Luft gesprengt worden ist, irgendwas gebrannt ist. Viele verschiedene, Leichenüberreste, Gliedmaßen und Blutfontänen, die hier am Boden liegen. Einige Bulger, die dann totgetrampelt worden sind, mit vielen gebrochenen Knochen liegen sie hier am Boden und bedecken dann, gerade hier auf dem Marktplatz in einer Fluchtsituation niedergetreten, dann den gesamten Boden, sodass ihr nicht mal mehr dann auf Sand treten könnt oder auf irgendwelche kiesigen Wege, sondern euch dann auch über Leichen einen Weg bahnen müsst und dann über 2, 3 Körper treten müsst, bis ihr dann auf der anderen Seite die zerbrochenen und zerborstenen Mauern erkennen könnt, die alte Residenz vernichtet, zerstört, große Teile, die rausgebrochen sind, einige Greifenköpfe, die Flagge mit dem Banner von Garret gebrochen, weht nur noch traurig in der Luft. Und ihr seht, dass jetzt hier gerade ein paar Milizen Zelte aufbauen. Mittlerweile das dritte Zelt, was jetzt gerade nach oben gewuchtet wird. Und ihr könnt erkennen, dass Ludolf von Wertling, der Marschall, wohl unter ihnen ist. Ansonsten seht ihr kein einziges bekanntes Gesicht. Niemanden vom Rat der Helden. Ludolf, ihr seid am Leben! Ja. Ihr habt es geschafft. Glückwunsch. Carlotta ist tot. Der Preis scheint aber hoch. Es fühlt sich wahrlich nicht wie ein Sieg an. Helft ihr mir aufbauen? Ja, es ist kein Sieg, es ist nur nicht das Ende. Ich hab nicht mehr genau mitbekommen, was passiert ist. Wir haben noch gesehen, dass 2 der Drachen, einer hat geschrien. Er ist über die Stadt geflogen, nach Norden, wo auch immer er ist. Ich glaube, das war der Große. Wir haben aber kein Zeichen mehr von Danos von Lurin gehört oder den anderen. Ich habe noch gesehen, dass der Ingrim-Tempel eingestürzt ist. Vermutlich ist Thorn Isinger tot.
Was mit den anderen Magiern, das weiß ich nicht. Sowohl Magierakademie Schwert und Stab ist vernichtet, als auch, zumindest vom Hören sagen, die anderen. Es gibt einige, zwei, drei andere Milizen, die hier eingetroffen sind, die von verschiedenen Stadtteilen berichten können, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, was mit der Stadt des Lichts passiert ist. Ich habe nur noch gesehen, dass Rauch und Trümmerteile in Thronen gebrochen sind. Wir konnten es hören. Die Glocke vom heiligen Ovilmar, sie läutet nicht mehr. Besonders viele Trümmer sind dort niedergegangen. Ich vermute einfach, sie ist restlos vernichtet, genauso wie der neue Palast. Garde ist vernichtet. Ich habe keinen Überblick, wie viele tot sind, aber... Was schätzt ihr? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Helft mir einfach Zelte aufbauen, das ist jetzt das Wichtige. Habt ihr jemanden, der uns vielleicht seine Stimme über die ganze Stadt tragen kann, dass er Befehle über die Stadt trägt? Besitzt sie so jemanden? Weiß ich nicht, dann sucht euch hier, weiß ich nicht, entweder Milizen oder Bürger. Wir versuchen, wie gesagt, gerade das Aufbauen von Zelten. Vielleicht gibt es einige kleine Jungs oder Mädchen, die sich dann über die Dächer, wenn sie denn noch existieren, die Winde, die hier vorherrschen, haben große Teile der Gebäude erstmal abgedeckt und dann irgendwas ist mit dem Gras passiert. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Ich bin kein Magier, aber sucht euch einfach irgendwen, der über diese Trümmerteile hinüberklettern kann. Es gibt sicherlich noch einige Lausbuben oder so, die das schaffen. Hoffentlich. Ich dachte an dieses Magische. Man kann doch magisch ganz weit sprechen. Es gibt Könnt ihr das, Abelmir? Könnt ihr das? Wir haben hier keine Magier. Keine Ahnung. Ich fürchte, diesen Cantus beherrsche ich nicht. Ja, er lässt euch da wieder rumstehen und richtet jetzt, wie gesagt, das dritte Zelt auf. Gemeinsam mit zwei, drei anderen Miliz. Soldaten. Ja, sowas wie ein Lazarett gibt es hier nicht. Die Leute haben sich einfach nur in das ölige, schwarze, schmierige Gras gelegt und andere Leute, die sich dann da um sie kümmern und versuchen, die Wunden dann abzubinden oder abzudrücken, damit sie jetzt hier nicht ausbluten. Kommt, Leonardo. Legt euch dorthin. Ich führe euch. Da legt sich dann einer neben der Feuerfalkenstatuen, die auch zerbrochen sind. Du hast natürlich mitbekommen, wie man hier die Spruchzauber auswirken kann, aber auch hier haben wohl Karakile Brandbomben oder Eisengranaten abgeworfen, die sie dann zerstört haben. Du siehst noch die Geschützleute daneben, die du dann angewiesen hattest. Tot. Wir müssen uns irgendwie einen Überblick verschaffen. Wir müssen Leute zu den Tempeln schicken. Wir müssen die Stadt unter Kontrolle kriegen, oder zumindest was davon noch übrig ist. Wenn wir zu jedem Tempel jemanden schicken, wenn die Tempel noch stehen, dann sollten sie ein Sammelpunkt für alle örtlichen Aktivitäten sein. Ja, der Ingerim-Tempel muss... dass sie nicht alle zerstört sind. Der Ingerim- und Zartempel müssen ja um die Ecke sein von hier aus. Sollte niemand zur Stadt das Licht hochschicken, dass ihr was nachseht. Fluchte, wo fangen wir an? Ich würde sagen, Einläufer zu jedem Tempel. Ja, warum nicht? Jeder greift sich ein paar und ich schicke welche nach in die Nordstadt und Rafim, ihr in die Südstadt und Isorun, schaut mal, was ihr in den außenliegenden Bezirken erreichen könnt. Ihr müsst mir helfen, ich kenne nicht alle Tempel in der Südstadt. Und ich auch nicht. Ömer, weißt du, was für Tempel in der Südstadt liegen? Weiß ich nicht, aber ich bin Abgesandter, der zuständig ist für den Nordbereich von Gareth. Du solltest zu Fall graben. Ich werde mich darum kümmern, dass ich jetzt dorthin gehe und schaue auf dem Weg dahin, wie Gareth für mich wirkt und wie Wallgraben dann aussieht. Ob die was abbekommen haben, wie viel die abbekommen haben, ja. Die Außenbezirke, Wallgraben und Badeweg sollten eigentlich noch am besten. Ich sehe kein. Obwohl, da vorne brennt's auch. Nein. Vergesst, was ich gesagt habe. Jetzt, wenn wir uns in einem Stundenglas wieder hier treffen zur Berichterstattung, um zu gucken, wie wir weiter koordiniert vorgehen. Das heißt, jeder schaut sich einen Teil an und kommt danach wieder hin. Ich schätze, wir sind alles, was vom Rat noch rüber ist. Also, ja, in einer Stunde. Dann müssen wir trotzdem alle Informationen immer zusammentragen und gucken, dass wir vielleicht... Ich kann gucken, ich werde versuchen, zwei Helfer in Wallgraben zu rekrutieren, die Berichterstattung geben an mich. Damit ich kann ja nicht jedes Mal nach Wallgraben laufen, wenn wir jetzt hier da vielleicht der Rest des Rat der Helden sind. Ich werde mich in der Stadt des Lichts umsehen und im Bahnstrahlturm, falls sich durchkommen lässt.
Ich halte dir davon, wenn es Notfälle gibt. Wir haben doch noch diese Artefakte, Isarun. Diesen großen Lichtstrahl machen, oder? Haben wir die noch? Ja. Ein Artefakt ist das, glaube ich. Wir hatten mehrere, wir hatten jeder eins. Wenn euch irgendwas passiert, wenn ihr unbedingt Hilfe braucht, wenn was auch immer, dann setzt es. Und der Rest von uns stößt dann zu euch vor, so schnell wie möglich. Ich weiß nicht, ob wir euch dann noch retten können, aber vielleicht können wir zumindest den Dämon töten, der euch tötet. Gut. Ich werde mich zum Pentagon-Tempel begeben und schauen, ob ich den Erzmagus lebend wiederfinde. Magistra, wollt ihr euch vielleicht die Akademien vornehmen? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Hofmagier haben, aber könnt ihr mal sehen. Ich werde mich um das Schlossviertel und an Nadesheim kümmern. Und wenn ich Zeit habe, Abel mir in Tempelhöhe einsammeln und in die Ostbezirke vordringen. Also wenn ich mir so angucke, lass mich mal kurz hier hochklettern. Und man klettert ein ganzes Stück noch hoch. Ich glaube, wir können uns morgen früh wieder hier treffen, denn ihr werdet auch kletternderweise euch die Stadt bewegen müssen, was ich hier so sehe. Ja, alles sind Trümmer. Ich würde in Richtung des Romulyser Tors vorrücken und mir den Chortempel und wie heißt das nochmal daneben? Meilersgrund anschauen. Nehmt euch da vor den Kindern in Nacht. Da wir jetzt ja mehr Zeit haben und die auch besser nutzen müssen, ich werde versuchen, den Waldgraben so viele wie es geht, an Leuten dazu anzuspornen, sozusagen jetzt hier Hilfsarbeiten machen zu lassen. Wohin wollen wir die Trümmerteile bringen? Das wird gefährlich sein für die Leute, aber grundsätzlich muss das gemacht werden. Die Trümmerteile müssen hier weg. Wohin müssen diese Trümmerteile gebracht werden? Wir sollten die erstmal von den Straßen bringen, zu beider Seite der Straßen aufschütten. Das heißt, wir müssen Hauptstraßen freilegen und danach Trümmerteile sozusagen an spezielle Orte bringen. Wenn sie irgendwo hin müssen, bringt sie zur Kaserne. Dort ist Platz und ich denke nicht, dass die noch gebraucht wird. Das heißt, das passt doch nicht hin. Das sind doch viel zu viele. Wir müssen sie irgendwo außerhalb der Stadt auftürmen. Und außerhalb der Stadt ist ein weiter Weg. Erst einmal können wir sie wohl in die Kaserne tragen. Wir müssen erstmal die Straßen frei bekommen, damit wir die Toten bergen können. Und im Kaiser-Roll-Park war auch Platz, nicht wahr? Dann können die sich hier auch erst einmal aufschütten. Gut, Kaiser-Roll-Park und der Innenhof der Kaserne wird sozusagen zum Steineablegen gebracht. Okay, gut. Wo sollen die Verletzten hin, wenn mich jemand fragt? Und hierher, denke ich. Also alle Verletzten in die alten Residenz. Ja, dann können wir alle Heiler und Geweihten, derer wir noch abwaff werden können, hier versammeln und sie können sich um die Verletzten kümmern, anstatt dass jeder Tempel seine eigenen Notfälle hat. Kann ich halt. Ich glaube, wir können direkt eine Verletztenstraße aufmachen hier. Von der alten Residenz bis sozusagen hier sozusagen am Ingrim-Tempel vorbei, der zerstört sein soll, bis hoch zum Zartempel. Wenn du dich auf den Nordweg machst, schau mal in den Tempel hinein, ja? Wenn Thorn noch am Leben ist, ist er wohl dort. Mach ich. Kann ich Befehle geben als Mitglied der Rat der Helden? Kann ich die. Du gibst jetzt einfach Befehle. Okay, das krieg ich hin. Wenn du andere Leute vom Rat der Helden finden, kann man sich gerne damit diskutieren, auseinandersetzen, aber aktuell muss die Stadt so funktionsfähig sein, dass hier Nahrungsmittel verteilt werden können, dass hier Leichen nicht überall anfangen zu schimmeln und dass wir diese Trümmerteile in der nächsten kurzen Zeit hier wegbekommen, denn diese Trümmerteile, man schaut mal so Richtung Isarun, sind echt gefährlich für alle Lebenden. Wir müssen Ordnung in der Stadt schaffen. Das hat uns gerettet, zumindest vor dem Schlimmsten. Müssen wir zusehen, dass wir uns auch eben gefährlich verhalten. Ich werde Waldgraben dazu anhalten, Spezialhandschuhe herstellen zu lassen, damit man Trümmerteile tragen kann. Die gleichen Handschuhe, die wir in Jolgomak getragen haben, als wir geklettert sind. Die werden wir brauchen, beziehungsweise die Arbeiter. Was soll mit den Toten geschehen? Alle zum Friedhof? Ich schätze, Massengräber wären die praktikabelste Lösung. Friedhof ist zu weit weg. Erst einmal sammeln, dann die Straßen freiräumen, dann zu den Friedhöfen. Wo sollen die gesammelt werden? Sammelt sie hinten auf dem Turnierplatz, hinter der Residenz. Dort sind sie ein wenig geschützt und ein wenig Ruhe herrscht dort auch. Hoffentlich. Verstanden. Und gut. In der Frühe. Hoffentlich noch in einem Stück. Passt alle auf euch auf. Die Zöll mit euch. Und auch mit euch. Auf.
Gut, dann jeder in die Himmelsrichtung ausschwärmen. Fang mal an mit Abelmir. Wo möchtest du hin? In Richtung Pentagon-Tempel. Nach Südosten der Stadt. Wieder vorbei an den großen Marktplätzen, an der priesterkaiserlichen Noralexakrale. Du hast gesehen, wie Dalmoroch über sie hinübergeflogen ist und den ersten Turm einstürzen lassen hat. Und wirst dann ebenso klettern, steigen. Einige Stufen nach oben, andere Kavernen, die freigelegt worden sind, durch irgendwelche Krater hindurch, wo es von oben her tropft mit irgendwelchen Flüssigkeiten, bis du dann an dem zerstörten Pentagon-Tempel ankommst. Wie gesagt, die KGA, die Zentralregistratur, nur noch ein Trümmerhaufen, das gesamte Gebäude ist einfach vernichtet und du siehst, wie der Pentagon-Tempel brennt. Einige Bücher, die hier offen zu erkennen sind, eine Wand ist eingestürzt und du siehst, wie da ja, die Bücher gerade dem, ja, das Wissen und auch die Bücher dann den Flammen anheimfallen und für immer vernichtet werden. Mit faszinierten Entsetzen greife ich mal nach so zwei Blättern, die mir so entgegengehaucht werden durch den wahrscheinlich starken Wind, durch die Wärme, durch die Brände, greife sie mir aus der Luft. Schau anscheinend völlig betäubt und schau mich weiter um. Erzmagus! Tomekaterion! Wo seid ihr? Du kannst wohl hören, wie es einige Rufe und Stimmen gibt. Im Pentagon-Tempel gibt es wohl noch einige Geweihte, die hier herumlaufen. Also ja, wenn du mal in die Treppenstufe nach oben gehst und dann in die eingestürzte Halle blickst, siehst du wohl auch, wie da zwei, drei Akoluten herumlaufen, keine wirklichen Geweihten mehr. Und ja, einer von ihnen kommt dann auf dich zu, die anderen beiden sitzen wohl noch oben in einem anderen Stock, die Treppe eingestürzt und daher kommen sie gerade nicht runter, versuchen da auch gerade erstmal die Flammen zu löschen und haben da noch gar keinen Blick mehr für dich. Und ja, der Akolut, so ein kleiner Bengel um die 15 Jahre, würdest du schätzen, ja, kommt dann auf dich zu. Ja, Herr Magus, wie kann ich euch helfen? Ich sinne zum Gruß. Ich sinne zum Gruß. Wo sind die anderen? Wo sind sie alle? Ich weiß es nicht. Es gab einen Alarm. Wir hatten im Keller, das hat mir, Walner Yitzchok hatte mir das mal erzählt, dass wir sowas wie eine Schutzvorkehrung hatten und irgendwas ist in den Tempel eingedrungen. Eine Falle, die gegen zwei Flugdämonen ausgelöst wurde. Ich weiß nicht, was da unten passiert ist, aber seitdem heult alles und es brennt und irgendwann. Zeig mir den Weg! Und schubst ihn so in Richtung wahrscheinlich dieses Gerüchtungs da unten oder Richtung, ja, unten Richtung schubst ihn erstmal. Zeig mir den Weg! Voran! Ja, verschwindest du gemeinsam mit dem jungen Akoluten die Treppe nach unten und schiebst dich da dann nach unten in die Kellergewölbe, groß, verwinkelt. Isarun, du möchtest? Ich möchte ins Schlossviertel, zuerst mal zu meiner eigenen Akademie. Da würde ich dann durch über den Turnierplatz von der alten Residenz gehen und beim hinteren Tor hinaus. Mhm. Das ist, glaube ich, einfacher, als mich da durchzukämpfen. Gut, dann versuchst du, über die Trümmerteile der alten Residenz zu steigen, an dem Reitplatz vorbei. Von dem Frühlingsturnier, das ist natürlich jetzt auch gar nicht mehr so sehr lange her. Es kommt dir trotzdem vor wie Jahre, wie Monate. Steigst du dann nach unten und kannst dann eben sehen, wie die Schwert- und Stabakademie verwüstet dort liegt. Zweistöckiges Gebäude, eingerissen. Verdammt. Naja, wir haben schon mal einen Umzug überlebt. Der Ukuri-Tempel sieht allerdings noch intakt aus. Zu deiner Überraschung auf der anderen Straßenseite, der brennt ein bisschen, aber er ist nicht ganz so zerstört wie die Schwert und Stab. Du hast da wohl auch einige, viele Rufe von, ja, nicht wirklich Magistern, sondern auch dann wieder Adepten oder Anwärtern, Eleven. Ich möchte mir erstmal einen Blick darüber verschaffen, was jetzt genau alles kaputt ist, ob ich noch irgendwelche Leute aus den Trümmern ziehen kann. Wenn ja, mache ich das. Dann wirst auch du den ganzen Tag zu tun haben. Gut, den ganzen Tag möchte ich jetzt nicht unbedingt zu tun haben. Ich soll mir ja noch die andere Akademie anschauen, aber dass ich halt so weiß, was ist hier los? Wen kann ich rekrutieren? Vielleicht von den Leuten vom Ukuri-Tempel, dass die ein bisschen mithelfen.
Also Leute vom Mokuri-Tempel, das werden dann auf den ersten Blick so 2, 3, 4, vielleicht 5 profane Schreiber sein. Keine Geweihten, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber ja, also da kannst du auf alle Fälle dann so den ein oder anderen Bürger mal zu bewegen, dass er dir dann hilft bei den Aufräumarbeiten. Du siehst wohl auch, wie der 12-Götterplatz eingesackt ist. In der Mitte gab es wohl diesen Brunnen, den 12-Götterbrunnen. Und der ist auch nur noch ein Loch. Auch hier haben natürlich die Karakilim dann besonders schlimm gewütet. Du siehst dann auch, wie da noch eine der großen Gierbomben abgeworfen ist. Und auch wieder nur noch einen großen Krater mit viel, viel Blut und wenig Fleisch. Genau, also die ganzen Profanen und Bürger, die ich hier noch ansehe, antreffe, die würde ich dann dazu anweisen, Trümmer so weit wegzuschaffen, dass man die Straßen, die Hauptstraßen benutzen kann. Was du auf alle Fälle mitbekommst, ist, dass der Travia-Tempel wohl besonders gelitten hat. Da haben sich dann natürlich eine ganze Menge an Kindern verschanzt, gemeinsam mit den Alten, wenn sie dann noch hier waren. Und es gab wohl auch hier eine Massenpanik. Nachdem dann die Tempel angegriffen worden sind und der Tempel abgedeckt wurde, sind sie dann nach draußen geströmt in ihrer Panik, haben sich zum einen selbst dann übertreten, überlaufen, so wie es dann eben in einer Massenpanik der Fall ist und wo, wie du es eben auch vor ein paar Augenblicken erst gesehen hast. Und also der Tempel hat besonders schlimm dann Verluste zu beklagen. Alte, kranke, schwache Kinder. Ich würde mir da Notizen machen, was ich alles hier finde an den Tempeln und also, dass wir grob abschätzen können, wie viele Tote wegzutransportieren sind, wie viele Verletzte es gibt und so weiter. Es gibt wohl Gerüchte, dass Bruder Stygomar in den Rondra-Tempel der Sankt Adare gegangen ist. Sein eigener Boron-Tempel ist wohl geschlossen. Das sind die Gerüchte. Niemand weiß genaues, weil du kommst nicht zum Rondra-Tempel von hier aus. Aber das sind so Hörensagen. Ich habe mal gehört von dem und dem. Und ja, ich habe das von dem und dem gehört. Also Bruder Stygomar soll jetzt wohl im Rondra-Tempel sein, nur wenige Meter von dir entfernt. Und da dann die Toten aufbarren. Denn der Rondra-Tempel ist größer als der Boron-Tempel. Und daher wird hier jetzt auf der anderen Seite wohl vom Drom dann evakuiert. Das Drom wurde natürlich dann auch gerade ganz zu Anfang mit Brandbomben befeuert, beschmissen. Auch der Drache Daimoroch hat hier dann die vielen, vielen Holzhäuser angezündet und die tobrischen Flüchtlinge wurden dann hier gekocht. Okay. Ja, also wie gesagt, ich versuche mir so gut ein Bild vom Schlossviertel zu machen, wie es geht, inklusive der Tempel, damit ich das berichten kann. Ja, wie gesagt, also zieh gerade mal eine kleine Grenze. Moment, ich muss gerade mal das Zeichentool nehmen. Ungefähr diese Grenze. Alles, was südlich von dieser Grenze liegt, das sind alles nur Hörensagen, alles nur, ja. Du kommst da aktuell von dieser Position nicht rüber. Ex-Tempel mit dem Theater Fuchsbau weißt du nicht, Perine-Tempel weißt du nicht und Travia-Tempel sowieso nicht. Aber in diesem wirst du sowieso erstmal auf dem 12-Götterplatz wirst du genug zu tun haben. Wie gesagt, mit Krater ist viel zu tun. Ömer. Ja, Ömer hat sich entschlossen, erst einmal voranzulaufen und beim Ingrim-Tempel vorbeizugehen aus der alten Residenz, wo wir ungefähr gestartet waren. Und über den Ingrim-Tempel zum Zartempel, zum Wehrheimer Tor nach Wallgraben. Das ist sein Ziel. Und wie gut man das jetzt umsetzen kann, das werden so ein wenig auch die Straßen zeigen. Ah, gib mir mal eine Orientierungsprobe. Schauen wir mal nach. Mit Gassen hat das hier nichts mehr zu tun. Das ist die wilde Natur, könnte man schon fast sagen. Du bist dir ganz sicher, an dieser Stelle muss der Ingrim-Tempel gestanden haben. Also du stehst auf Trümmern, auf Steinen, auf Holzbalken. Von einem Tempel ist nichts mehr zu sehen. Weder Geweihte noch irgendwelche Ordinarien. Ein Flammensturm, der hier wohl mal gewütet hat, könnte aber auch 10 Jahre her sein, dass er hier gewütet hat. Es sieht falsch aus. Es sieht chaotisch aus, als ob die Niederhöllen hier die Zeit verschoben hätten. Der Ingrim-Tempel existiert nicht. Du blickst von den Trümmerbergen nach Norden. Du glaubst zumindest, dass das Norden ist. Auch von Zar oder Simia kannst du nichts erkennen. Ja, man läuft nach Norden. Im besten Falle hofft man, dass man irgendwo etwas sieht, was wie ein Zar-Tempel aussieht oder wie der Simia-Tempel aussieht, an dem man schon ein, zwei Mal vorbeigelaufen ist. Ja, vor dir siehst du aufragen die Stadtmauer, das Wehrheimer Tor, es wird immer größer.
Irgendwo müssen die Tempel hin sein. Sie können ja nicht weg sein. Und dann stehst du vor der geborstenen Mauer des Vermatoris. Daneben liegt noch ein junger Mann ohne Bein. Lebt wohl noch, ja, auch fast noch ein Kind, möchtest du fast meinen. Erinnert dich fast so ein bisschen an dich, als du jung warst. Irgendwie ein kleiner Thulamide, der da liegt. Guck dich mit leuchtenden Augen an. Ihr macht doch, dass alles wieder gut wird, oder? Kann ich euch helfen? Blutet ihr? Mein Bein tut weh, er deutet auf den Stumpf. Also er ist einfach weg, einfach zerquetscht. Mein Bein tut ein bisschen weh, aber das wird schon wieder. Wir kriegen das doch wieder hin, oder? Wir werden einiges wieder hinbekommen und einiges muss erneuert werden. Aber ja, wir werden das wieder hinbekommen. Wallgraben und auch die Rosskuppeln, da wo die Tobrier wohnen, haben erstaunlicherweise hinter den Mauern nicht viel abbekommen. Die niederhöllischen Winde von Agrimod Vitakal haben hier nicht gewütet, aber es gab hier Schlachtspuren und wenn du dann zwischen den Toten auch viele Flüchtlinge siehst, die hier dann zwischen ihren Häusern, zwischen ihren, ja, Trümmer sind es nicht, aber es sind einfach widerlich kleine Hütten, die dann vor Schlamm und Dreck starren, können sie dir berichten, dass es hier, wie gesagt, Schlachtspuren gab, denn eine Armee aus Menschen hat hier im Norden angegriffen. Es gab da noch ein paar Entsatztruppen, einige Milizen, die dann versucht haben, sie abzuwehren. Das haben sie auch geschafft, aber hier gab es vor allem dann auf profane Art und Weise Tote. Man versucht sich mal zur Wolfsklause durchzubewegen. Geht hier, wie gesagt, ein bisschen besser. Wenige Trümmer, die auf der Straße liegen, wenn dann irgendwas herumgewirbelt ist. Kannst nochmal, während du die lange Straße nach Norden gehst, nochmal nach hinten blicken und siehst dann, wie hinter der Stadt die Asche legt sich jetzt nach und nach in den Stunden, die du unterwegs bist oder unterwegs warst, siehst du dann eine, das muss wohl die Überreste der Festung sein, eine spitze Nadel, die aus der Erde nach oben sticht und versucht, das Himmelszelt zu vergewaltigen. Wie ein Bruchstück, drohend, dreuend in den Himmel, viele hundert Schritt. Das muss wohl, deine Orientierung lässt dir das zu, hinter Gareth sein. Also diese spitze Nadel ist wohl in die Dämonenbrache eingebrochen. In der Wolfsklause kannst du Ephirnia von Mundbach erkennen, die dort gemeinsam mit dem starken Hagen sitzt und dir dann zunickt. Hat dann wohl auch einige Verletzungen, hat mehrere Schnitte im Arm. Guck dich dann an, während sie ihren Schlagring abnimmt. Ah. Ömer. Zum Großer. Ja. Gallgraben hat's nicht so schlimm erwischt wie den Rest der Stadt. Der Rest der Stadt ist ein einziger Trümmerhaufen. Hab ich schon gesehen. Schweinescheiße alles. Aber wir hatten hier vorne auch einige Kämpfe. Hab ein paar Ansatzspuren, aber als sie dann in unser Viertel eingedrungen sind, konnten wir sie dann auseinandernehmen. Weißt du irgendwas über die Tempel? Also den Perine-Tempel, den Burgrundanger und den Zartempel? Nee, weiß ich nicht. Habe ich noch nichts von gehört. Hat sich noch keiner bei uns gemeldet. Wir sind auch gerade eben erst wiedergekommen. Wie gesagt, Schlacht und zwischen den Häusern konnten wir das ganz gut verteidigen. Und gerade wenn sie dann im Schlamm beim Viehmarkt dann stecken geblieben sind. In unserem Viertel kriegt uns niemand.